Hallo, heute machen wir Petit Fours. Ich zeige euch unser Rezept. Also, wir machen eine Zwei-Kessel-Masse. Das heißt, wir schlagen Butter mit Stärke und Aroma schaumig. Dann habe ich ein bisschen Marzipan glatt gemacht mit Rum, damit das schön weich ist. Das rühren wir unter die Butter und geben langsam die Eigelbe dazu. Das ist der eine Kessel. Im zweiten Kessel schlagen wir Eiweiß mit Zucker und einer Prise Salz schaumig. Das heben wir dann unter die Buttermasse. Danach kommt Stärke und Weizenmehl. Das sieben wir zusammen durch, immer um es ein bisschen zu lockern. Dann ist unsere Zwei-Kessel-Masse fertig. Streichen wir auf für unsere Kapsel, um die Petit Fours zusammenzusetzen. Zwischenzeitlich kochen wir uns unseren Ganache. Ein Teil, eine Hälfte füllen wir mit Ganache, die andere Hälfte füllen wir mit Marmelade. Dann werden wir aus der einen Sorte werden wir zwei Formen ausstechen. Und aus der mit Marmelade werden wir zwei Formen ausstechen. Die mit Marmelade überziehen wir mit Fondant und die, die wir mit Ganache gefüllt haben, überziehen wir mit Kochschokolade. Da habe ich euch hier auch für die Kochschokolade das Rezept aufgeschrieben. 200 Gramm Wasser mit Zucker aufkochen, also praktischen Läuterzucker, und den rühren wir unter die Kuvertüre. Und das war's schon, fertig. Also wir haben hier unsere Butter rein. Die darf nicht so fest sein, die muss schön cremig sein, sonst schlägt die sich nicht auf. Dann habe ich hier unsere Stärke, die kommt dazu. Das lassen wir jetzt schön schaumig rühren. In der Zwischenzeit lasse ich gleich unser Eiweiß laufen. Immer Kessel schön sauber, fettfrei, damit sich das Eiweiß auch tadellos aufschlägt. Kein Eigelb drin, keine Schalen. Zucker dazu. Und eine Prise Salz. Das lasse ich in der anderen Maschine laufen. Jetzt kommt erst das bisschen glatt gearbeitete Marzipan mit Rum dazu. Dann geben wir nach und nach unser Eigelb. Immer so eins oder zwei Stück, auch damit sich das gut glatt arbeitet. Hier ist unser Eischnee. Den Eischnee heben wir jetzt unter die Masse. Wir fangen an mit etwa einem Drittel, nicht alles auf einmal. Und dann den Rest. Das ist jetzt eigentlich alle gesehen, richtig? Also Eischnee habe ich jetzt unter die Butter gehoben. Darum, weil wir in zwei Kessel aufgeschlagen haben, heißt das Zwei-Kessel-Masse. Geben wir unser Mehl dazu. Auch vorsichtig unterheben, untermehlieren, damit wir die Masse nicht mehr zusammenschlagen, damit die schön locker bleibt. Was haben wir hier für eine Lockerungsmethode? Physikalisch. Ja. Physikalisch, genau. Weil wir arbeiten nur mit der untergeschlagenen Luft. Und die Luftbläschen, die werden sich beim Backprozess ausdehnen. Und das ist unsere Lockerung. Sieht gut aus. Eine schöne homogene Masse. Das streichen wir jetzt auf als Kapsel. Und zwar nicht zu dick, sondern schön dünn. Weil wir machen ja Petit Fours, die sollten mit mindestens so vier Lagen
zusammengesetzt werden, übereinander gesetzt werden, möglichst gleichmäßig aufstreichen. Welche Maße haben Sie denn jetzt für die Kapsel verwendet? Also das ist jetzt aufgestrichen, 60 mal 50. So, ich schiebe die jetzt in den Ofen bei gut 200 Grad, geschlossenem Zug. Die müssen wir kurz heiß backen. Also ich schätze etwa 10 Minuten. Es sind kleine Desserts, sind kleine süße Köstlichkeiten, die meistens zu besonderen Festen, Hochzeit, einem Geburtstag oder ein Jubiläum hergestellt werden. Die werden schön angerichtet auf schönen Platten, silbernen Platten oder schönen Spiegeln. Das sind einfach Eyecatcher. Das ist ein Blickfang. Was wir gleich zum Füllen brauchen, ist ein Ganache. Habe ich hier Sahne. Das sind 100 Milliliter. 200 Gramm Kuvertüre, die habe ich schon aufgelöst. Die Sahne kochen wir, also Grundrezept für Ganache ist ein Teil Sahne, zwei Teile Kuvertüre, immer 1:2. Ich würde sagen, noch keine 2 Minuten. Dann rühren wir das hier unter die Kuvertüre. Die Sahne muss kochen, erstmal wegen Geschmack und wegen der halben Sahne hat gekocht. Die rühre ich jetzt einfach hier schön unter meine Kuvertüre. Von innen nach außen rühren. So. Seht ihr, da haben wir schon unseren Ganache, den können wir gleich nehmen. Noch ein Papier, dann drehe ich die. Müssen wir jetzt im Moment abkühlen lassen. Können wir schon anfangen zu kühlen. Also wie gesagt, wir machen 2 Sorten. Das heißt, wir teilen die Kapsel auf. Dann machen wir eine Sorte mit Marmelade. Also man kann die auch zusammensetzen natürlich mit angewirktem Marzipan, mit Buttercreme, mit Nougat oder was der Kunde gerne möchte. Also 4 Teile setzen wir übereinander. Das heißt, wir teilen die jetzt in 4 Teile. Setzen die übereinander. Ich glaube auch je 5 Stück, je Sorte. Es gibt die Möglichkeit, die auszustechen oder zu schneiden. Wenn wir ausstechen, haben wir gleichmäßigere Formen. Jetzt rolle ich eine kleine Marzipandicke aus, dünn, etwa auf 1,5 mm und dingen wir das damit ab. Damit das Marzipan nicht anklebt, immer Papier dazwischen.
Das stellen wir jetzt etwa für eine Viertelstunde, 20 Minuten in Froster. Ich lege noch was drauf, dass das schön gerade gepresst wird. Dann halten die besser zusammen und sind gleichmäßiger. Ich habe, wie gesagt, die sind jetzt gepresst und durchgekühlt. Ich habe das Marzipan unten zum Ausstechen. Wir haben verschiedene Petit-Four-Ausstecher, sind das. Wieso haben Sie jetzt das Marzipan nach unten getan? Weil das einfacher ist zum Ausstechen. Ich fange jetzt an mit der guten Form, schön durchdrücken. So, ne? Und dann, wenn ich die so rum sitzen habe, dann setze ich die auch so auf dem Blech, kriege ich die einfach raus. Ne? Dann habe ich das Marzipan hier unten und nachher nehme ich die so weg in Fondant oder in die Kuvertüre, tunk die aus und drehe die um. Das ist einfach vom Arbeitsschritt her ist das sinnvoller, wenn das Marzipan unten ist. Ich mache jetzt von jeder Sorte 5 Stück. Und was schön ist, ist eben, dass man hier die Schichten so schön sieht. Ne? Da müsst ihr eben aufpassen, dass ihr exakt gerade schneidet. Wie gesagt, das geht natürlich auch, ne? Aus dem Rest, Nusstörtchen, Tutti-Frutti-Torte, Kochschokolade, genau. Jetzt ist weg. Also ich habe hier Zucker, das sind 350 Gramm Zucker, 250 Milliliter Wasser. Da kochen wir Läuterzucker. Es ist wichtig, dass der Zucker komplett abgebrochen ist. Also mache ich alles in der Mikrowelle. Voll Power. Das wird dann, wenn das gekocht ist, einfach hier reingerührt. Temperieren wir Fondant. Körpertemperatur 37 Grad. Am besten im Wasserbad, damit er nicht zu warm wird. Er stirbt ab. Das bedeutet, der Zucker kristallisiert aus und er glänzt nicht so. So sollte das sein für Petit Fours, also nicht zu dick. Das hat jetzt gekocht, aber der Zucker ist noch nicht ganz aufgelöst. Darum lasse ich den jetzt noch zwei Minuten, lasse ich den noch mal kochen. Also warum, dass ich die so hingelegt habe? Ich kann die so wegnehmen, dann tauche ich die ein, gehe mit der Gabel runter, ziehe die schön am Rand ab und kann die dann so auf dem Ablaufgitter absetzen.
Das rühre ich jetzt in die Kuvertüre ein. Da brauche ich nicht zu temperieren. Hier haben wir ja kein Fremdfett. Also erstmal Fondant fertig. Und immer schön sauber arbeiten. Ne? Das heißt, immer eure Überzugsgabel, dass die nicht zu verklebt ist. Seht ihr auch, wenn ich absitze, dass ich habe mein Gitter so stehen, dass ich mit der Gabel dazwischen gehen kann, ne? Dass ich so abziehen kann, dass ich die absitzen kann und einfach nach unten rausziehen. Das machen wir mit Schokolade. Das lassen wir jetzt etwas anziehen, damit wir die absitzen können. So zum Beispiel könnte man ausgarnieren. Das sind jetzt in verschiedenen Farben überzogen mit Schokoladenspritzglasur. Das fand ich schön, die fand ich schön. Hier, das finde ich auch eine schöne Garnitur. Die fand ich schön. Hier, die weißen, die hier unten nicht. Also nicht so kreuz und quer. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Schön. Danke. Tschüss. Tschüss.